Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einen sehr gewagten Look gerade geschminkt, kreiert und wenn du wissen möchtest, wie ich diesen Look kreiert habe, dann bleib ganz einfach dran und dann wirst du auch zwei neue Produkte, also für mich neue Produkte kennenlernen. Diese beiden hier habe ich eingebaut, einmal aus einer LE von P2 und der regulär erhältliche Blush von P2 Glow Touch. Und wie du siehst, ist dieser Look sehr glowy und diese beiden Produkte passen perfekt da rein. Und wenn du wissen möchtest, wie ich sie in Szene setze, dann bleib ganz einfach dran. Viel Spaß! Als erstes verwende ich diese Make-up Base von P2, die Anti-Rötung sein soll. Mein Gesicht ist ja ein bisschen gerötet. So kriegst du die aber nicht mehr im Handel. Die hat jetzt eine andere Verpackung. Das Schöne daran finde ich, dass man hinterher richtig glowy ist, was du gleich siehst. Als nächstes verwende ich diesen Concealer bzw. Cream to Powder Concealer in Natural Beige von Alverde, wie du siehst oder auch nicht siehst. Da ist zwar nicht mehr viel drin, aber wir kratzen mal die letzten Reste raus. Für das, was ich vorhabe, reicht es. Ich weiß, den Concealer sieht man kaum, aber das ist auch nicht schlimm. Das Ganze werde ich mit diesem günstigen Beauty Blender vom Action verblenden. Den finde ich sehr super, den finde ich sogar ein bisschen besser als den von Evelyn. Meine Nase ist immer noch rot, aber das ignorieren wir jetzt. Ich bin erkältet und daher ist das so. Egal. Ich setze jetzt das alles mit dem All About Matte. Das All About Matte verteile ich ebenso auf dem Rest des Gesichts, also ich bake nicht nur damit. Und das Ganze tupfe ich in mein Gesicht so richtig ein. Jetzt komme ich dann auch schon zu meinem Augen-Make-up und da verwende ich als erstes diese Base. Als nächstes nehme ich aus dieser NYX Ultimate Palette den hellblauen Ton und verblende mir den oder blende den leicht über meine Lidfalte. Das Blau zeigt sich noch nicht ganz so sehr, wie ich das gerne hätte. Jetzt sieht man das Blau ordentlich und an dem äußeren Augenwinkel verwende ich jetzt das dunkle Blau hier aus der Palette. Den Außenwinkel habe ich somit jetzt auch mit dunklem Blau verstärkt und dann verwende ich dieses Produkt hier zum allerersten Mal. Das ist von der P2 LE, zumindest bei uns ist die aktuell, Motone Clam und das ist ein Foil Effect Eyeshadow und Liner, also ein 2-in-1 Produkt und das möchte ich gerne auf die noch freie Fläche am Auge verteilen. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, und das ist jetzt ein bisschen heftig ist von der Kante her, muss ich versuchen, das Ganze ein wenig zu verblenden und ich hoffe, ich versau mir damit nicht meinen Pinsel. Das Ganze sieht schon mal recht crazy aus und da das mir alles so noch nicht ganz reicht und da ich finde, dass ein Look nie vollendet ist ohne einen Eyeliner, ziehen wir natürlich auch noch Eyeliner. Und da dachte ich mir, was passt denn zu Blau besser als ein blauer Eyeliner? Und da verwende ich hier von der Trended Up LE Tropicalize diesen blauen Liner. Das ist das Zwischenergebnis mit dem blauen Eyeliner von der Tropicalize LE, die übrigens nicht mehr im Handel erhältlich ist. Und jetzt verwende ich diesen silbernen Liner, Glitterliner und gebe den nochmal drüber oder drauf, ich weiß es noch nicht ganz, damit das noch auffälliger wird. Wie du siehst, habe ich jetzt den blauen Liner mit diesem Silberliner getoppt und das Ganze sieht jetzt frostig aus, so wollte ich das auch. Also es ist jetzt sehr glitzerig und es sieht irgendwie so aus, als wäre das eingeeist. Und ich finde das jetzt ganz süß so und so lasse ich das jetzt. Und da ein Augen-Make-up natürlich ohne Mascara nicht vollendet ist, kommt jetzt die Catrice Glam & Doll in Wasserfest zum Einsatz. Und diese Eye Foil von P2 von der Motone Clam LE auch ein bisschen kühler wirken zu lassen, habe ich das Weiß aus der All About Grace von Essence Palette
mit den Fingern drüber getupft und ich finde das Ganze jetzt auch so ein wenig passender, weil vorher war mir das vom Farbton her zu warm und ich möchte ja etwas sehr Kühles kreieren. Mascara ist drauf und ich frage mich gerade, wie ich das hier geschafft habe an meinen Händen. Ich weiß es nicht, es ist ein Rätsel, wohl irgendwie mit der Mascara. Egal, machen wir weiter mit den Augenbrauen und da verwende ich die Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade in Medium Brown. Augenbrauen sind nun ebenfalls am Start, wie du unschwer erkennen kannst. Dann kommen wir auch schon dazu, dass ich das überflüssige Puder vom Bacon entfernen kann. Und das mache ich einfach mit einem Puderpinsel. Und dabei kommt dann auch alles, was hier überschüssig ist, vom blauen Lidschatten weg. Weil ein bisschen war er mir runtergekrümmelt. Als nächstes nehme ich wieder den dunkelblauen Lidschatten und gehe mir mit einem feinen Pinsel an den unteren Wimpernkranz und verstärke mir den. Und danach tusche ich auch noch die unteren Wimpern ebenfalls mit der Clement Dot. Als nächstes nehme ich mir diesen P2 Glow Touch Compact Blush in 010 Touch of Berry. Den verwende ich heute auch zum allerersten Mal. Also ich glaube, ich werde weder bronzen noch konturieren, weil mir das Ganze dann, glaube ich, wieder zu warm von dem Look her wird. Deswegen verwende ich jetzt nur Blush. So sieht dieser Blush jetzt aus. Ich bin nicht ganz mit dem Blush zufrieden, aber er macht seinen Job. Zwar nicht 100%, so wie ich es gerne hätte, aber das Ganze werde ich jetzt auch auf der anderen Seite machen. Man sieht ganz deutlich, dass der Blush nicht matt ist, aber es ist okay. Er schimmert zwar leicht golden, aber das Ganze werde ich jetzt auch ein bisschen verändern, beziehungsweise jetzt kommt ein silberner Schimmer dazu, weil ich diesen High Glow von Catrice Highlighter verwenden werde, den ich übrigens sehr liebe, den ich auch wunderbar für den Winter finde, weil er eben so kühl ist. Und der ist so richtig bam in your face. Ganz deutlich zu erkennen ist der Highlighter jetzt drauf. Oh Mann, der knallt richtig. Also ich finde den so toll. Und jetzt kommen wir auch schon zum allerletzten Schritt. Zu dem Superstay Matte Ink von Maybelline. Und zwar in der Farbe Lover. Lover ist nun drauf und das ist einer der zu Recht gehyptesten Lippenstifte überhaupt. Das ist ein Liquid Lipstick, der ultra lange hält. Also damit kannst du wirklich viel essen oder eher gesagt, er hält Essen aus und Trinken sowieso. Nur wenn du irgendwas Fettiges gegessen hast oder eher ich was Fettiges gegessen habe, dann muss ich schon im Inneren nachziehen. Aber der hält wirklich den ganzen Tag. Der hält wirklich am allerbesten. Also ich habe keinen Lippenstift, kein Liquid Lipstick, der so lange hält wie dieser. Das ist dann auch schon der fertige Look. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht hundertprozentig das geworden, was ich wollte, aber es ist ein Experiment gewesen und es sollte ein kühler Look sein. Und ich denke mal, das ist er soweit auch geworden. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du es findest. Ich bin jetzt kein hundertprozentiger Fan davon. Ich finde auch nicht, dass es meiner Augenfarbe steht. Also ich glaube, irgendwie mit eisblauen Augen würde das bestimmt toller rüberkommen. Und ja, der Blush ist jetzt nicht ganz so mein Favorite. Ich glaube, da habe ich ein bisschen daneben gegriffen, aber ich wollte ihn heute mal ausprobieren. Ich habe heute ja zwei Produkte, wie du gesehen hast, ausprobiert, die ich noch nie genutzt habe. Und ja, sie machen einen recht guten Job. Also ich finde diese Augenfolie, Eye Foil von P2 Motone Glam richtig cool. Also das hält wirklich sehr gut auf dem Lid. Man muss nur sehr schnell damit arbeiten, weil es schnell antrocknet. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch erhältlich ist. Jedenfalls, upsala. Tschüss, Motone Glam. War es noch erhältlich. Mein DM hängt sowieso immer allem hinterher. Also die neuesten Trend Editions und Limited Editions gibt es meistens bei mir im DM noch nicht. Ich musste immer ein bisschen länger drauf warten. Ja, das ist halt jetzt der Look. Er ist sehr kühl geworden und sehr, sehr auffällig. Also ich muss sagen, ich würde ehrlich jetzt gesagt nicht so rausgehen. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und ja, das ist halt so das, was jetzt dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, es ist nicht zu trashy geworden. Und wenn du die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche
Geräusche hörst, das ist mein Kater Lillebror. Der spielt mit irgendwas, wahrscheinlich irgendeinem kleinen Dekorationsgegenstand oder so von meinem Altar. Ich glaube, da hat er sich wieder irgendwas weggenommen. Ja, du kannst mir gerne mal deine Meinung dazu schreiben. Es würde bestimmt auch noch besser rüberkommen, wenn ich irgendwie blond wäre, was ich natürlich nicht bin. Also es steht mir jetzt nicht so hundertprozentig, finde ich. Was meinst du? Würdest du dich trauen, so auf die Straße zu gehen? Es tut mir leid, dass es nicht ganz so geworden ist, wie ich das wollte. Aber ja, Experiment ist soweit in Ordnung, finde ich. Schreib mir mal einfach deine Meinung in die Kommentare. Habe ich jetzt schon verdammt oft gesagt. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das an dieser Seite gerne tun. Und am Sonntag sehen wir uns dann schon wieder. Dann kommt mein allerletztes und viertes Hexmas online. Und du kannst dir eins von dem Hexmas hier an der Seite anschauen. Und dann sage ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!